So, da sind wir wieder und wir sind jetzt bei Dracula angekommen und zwar The Resurrection. Ich sag noch mal an alle, die dabei sind, herzlich willkommen und auch an die, die noch dabei sind und wieder dabei sind, wie Azuka und Tom und natürlich all die anderen, die zugeschaltet haben. Richtig, wir machen jetzt hier weiter und zwar gehen das Ganze an der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ist ja folglich richtig, ups. Und das ist nämlich, Moment. Hey, Charlie Bro, hallo und herzlich willkommen hier im Stream von zu Dracula, The Resurrection. Jetzt muss ich mich nur etwas orientieren, um zu sehen, wo wir jetzt hier letztes Mal aufgehört haben. Moment. Ah ja, da unten steht die Uhrzeit. 23 Uhr 31. Nee, Freitag. Moment mal. Freitag 0:28. Freitag 22, 22 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr 5, 23 Uhr 10, 23 Uhr 28, Uhr 31. Richtig, wir sind, müssten eigentlich jetzt hier sein und das dürfte hier richtig sein. Ja. Warum geht das nicht? Thanks. Alles gut bis jetzt. Wieso kann ich das jetzt nicht laden? Ist ja auch blöd. Thanks, Charlie Bro. I'm okay. I hope you are also well, also good. Feeling good, enjoy my stream here. Na wunderbar, da haben wir es. Wir haben ein Problem. Na wunderbar, wunderbar. Ich bin gleich wieder da. Ach je, darum geht's nicht. Wir probieren's gleich nochmal. Bleibt mal bitte dran. An was es liegt. Also noch, ach so, ich bin doch auf Speichern gegangen. Ich, sehr intelligent, oder? Ich glaube, ich habe auf Speichern gedrückt. Ja, natürlich. Darum konnte ich nicht laden. Leute, wir sind wieder da. Full Screen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht irgendwas überschrieben. Das wäre natürlich jetzt recht schlecht. Moment. Nee, da waren wir doch. Ach hier, wir haben es überschrieben. 22.04., das ist doch heute. Also machen wir an der letzten Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Was geht hier ab? Was ist hier los? Irgendwas läuft hier gerade sehr schief. Laden. Okay, wir machen hier an der letzten Stelle weiter. Irgendwas ist hier durcheinander gekommen. Frag mich bitte nicht was. Freitag, 8.04.2016, 22.43, 22.56. Und hier haben wir 23.10 Uhr, 23.28 Uhr. Na, da sind wir. Okay. This is Germany, Charlie Bro.
in Germany. The stream comes from Germany. In Munich. Okay. Jetzt schau ich mal, wir waren hier und wollten doch diesen einen Zug hier irgendwie in Bewegung setzen, wenn ich mich nicht täusche. So. Ah ja, hier waren wir. Und da konnten wir doch noch was bewegen, oder? Oder hatten wir das schon? Nee, das hatten wir schon. German stream, yeah, this is a German stream. But feel free to use the language you need, also in English. It's no problem. Okay, und hier geht's weiter, glaube ich. Ich muss ehrlicherweise auch zugestehen, dass mich gerade die Nachricht von Gamer ein bisschen aus dem Konzept geworfen hat. Nicht schön sowas. Was mir aufgefallen ist, dass leider die Flüsternachrichten, während ich streame, in den normalen Chat gelangen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich schätze mal, das hat mit OBS zu tun. Mal wieder, weiß ich nicht warum. Ah ja, und hier geht's weiter, richtig. No, it's no problem, because my English is also not the best. So, it's no problem, Charlie bro. Searching for Dracula because he needs Dracula catcher his girlfriend. Ah ja, richtig. Und hier unten sind wir jetzt angekommen und ich glaube, wir müssen hier erstmal lang. Okay. Und da, wir müssen hier rüber irgendwie jumpen. Und wir müssen hier auch mal schauen, da gibt es so ein paar Kleinigkeiten. Ist ein wenig laut, das Video. Okay. Das hatten wir letztes Mal auch schon, aber ich kann hier... Das Video lässt sich nicht umstellen. Ich kann das nur von OBS machen. Also die Gesamtlautstärke runterdrehen. Ich sag mal so, okay. Bleib mal einen Moment dran. Ich regle das schnell.
So, da sind wir wieder. Ich hoffe, es ist besser jetzt. I hope the sounds feels better now, like before. I'm not shocked from this game, but from some bad news. But just another time speak about this, not yet. Okay. Wir müssen jetzt schauen, dass wir hier irgendwas finden. Ah ja, schau mal nach. Was ist denn das? Das ist eine Lampe. Oder? Nee, da müssen wir irgendwas reinpacken. Was habe ich denn da? Schau mal, Feuerzeug. Haha. Wir haben eine Lampe. Das ist schon mal gut. Aber. Moment. Vielleicht hier. Irgendwas muss doch hier sein. You don't have a chance. Okay, I'm sorry, I can do nothing for now. I hope the next time will be better. Ah ja, schau mal einer an. Hier geht's weiter. Oh, thanks for the follow, Charlie Bro. Thank you very much. I hope you enjoy the stream now. Und hier geht's auch nochmal weiter. Achso, nee, da sind wir jetzt wieder zurückgelaufen, oder wie? Moment. Hier? Oh. Wir sind hier in einem Keller. Das ist ein altes Uhrwerk. It's okay? Oh, thanks. Fine. Because I can do no one change here in this game. I can only switch the volume to the OBS because it's a very old game and it's not so easy to make here any changes. But thanks for stopping by and thanks for watching. I hope you like it and enjoy it too. So, jetzt schauen wir mal. Moment mal, hier. Oh ja, schau mal einer an. Ich denke, hier kommt dieses Rad rein. Ah ja, schau mal. Okay, und was ist jetzt passiert? Was nehmen wir mit? Aha. Jetzt diese Brücke auf. Oh, thanks for this. Thank you very much. So, hier geht's weiter. An der Seite ist jetzt hier erstmal nichts zu finden. Okay. Ups. Oh, und da komme ich nicht weiter, weil mich hier diese komischen Fledermäuse. Ja, Themen. Da hast du recht. Da lernt man, da merkt man wirklich, was man damals alles nicht hatte und was man heute alles zu schätzen weiß. Ne? Man kann ja inzwischen alles Mögliche, sag ich mal, einstellen und das gibt's hier nicht. Wir reden ja hier aus dem Jahr 99. Ja, das sind ja locker 16, 17 Jahre. Ja. Okay, jetzt schauen wir mal. Wir müssen hier irgendwie weiter. Vielleicht muss ich auch einfach nur. Ne, die lassen mich hier nicht durch. Vielleicht hier unten was. Ich musste hier irgendwie abschrecken, schätze ich mal. Ja, da sind
wirklich sehr, sehr viele gute Klassiker dabei, die Stimmthemen. Du musst dir recht geben und darum spiele ich sie auch sehr gerne, weil ich finde schade, dass viele Spiele aufgrund, sage ich mal, jetzt der fehlenden Supergrafik, die sie natürlich jetzt aufgrund des Alters und der Entwicklung nicht bieten können, einfach abgelehnt werden und somit vergessen werden. Denn die Spiele an sich sind ja nicht schlecht, ne? Und darum habe ich mir das auch vorgenommen und ich habe das ja auch so in meinem Account drin stehen, dass dass ich auch vermehrt eben auch alte Spiele spielen möchte. Nicht nur, aber auch sehr oft. Weil wie gesagt, es wäre schade, wenn man die einfach vergessen würde. You have to Batman then. Yeah, I have to be Batman. Yeah, I think I have to use any flares or like this. I'm not so sure what I have to do now. But I think will be also something with a light or I don't know. I don't know. Okay. Nee, da komme ich nicht weiter. Moment mal, hier unten lag doch was. Das sah doch so aus wie irgendwas ausgelaufenes Benzin oder Öl. Schau mal, vielleicht kann man hier unten irgendwas drehen. Irgendeine Feinheit übersehe ich hier wieder. Ah! Hier kann man die Laterne einpacken. Nee, hatte ich richtig gesehen. Da war Öl drin. Okay, und aus Fledermäusen ist Grillgut geworden. Okay, und jetzt können wir hier passieren. So sieht's aus. Ist das? Girls, a German speaking channel. Okay, so let's have fun or what? Okay. Oh, da liegt eine Axt. Vielleicht können wir die mitnehmen. Nee, können wir nicht. Hier geht's weiter. Yeah, CH must be Switzerland. Oh. Und da soll ich jetzt reinsteigen, oder? Das sieht hier echt ulkig aus, dieses Teil. Das könnte so ein SM-Folterinstrument sein. Wahnsinn. Alter, sieht das heftig aus. Ah ja, die zwei, drei Typen hier, die haben schon bemerkt. Und drüber steht Dracula. Da ist er, der Herr der Finsternis. So, unser junger Freund geht also zum Schloss. Seid ihr sicher, dass er den Ring bei sich hat? Gut, sehr gut. Ich werde euch belohnen. Nun denn, er wird erfahren, was es bedeutet, sich mit mir anzulegen. Es gab keine größere Qual für ihn, als bei seinen Nachforschungen von mir behindert zu werden und die kostbare Zeit dahinschwinden zu sehen. Doch die Sonne geht bereits auf und ich habe keine Zeit mehr mit meiner Beute zu spielen. Jetzt geht er dem Tod entgegen, doch das hat er noch nicht erkannt. Ah ja, okay.
Also hat Dracula wahrscheinlich schon kapiert, um was es hier geht, und er lässt uns walten, wenn ich das richtig verstanden habe. Sehr gut, ja. Okay. Gut, gut. Jetzt schauen wir mal, wo wir hier sind. Das muss hier irgendwie der Friedhof vor dem Schloss sein. Und Sesam, öffne dich. Doch nicht. Kann ich die Tür nicht öffnen? Nein. Wahrscheinlich später. Vielleicht hier irgendwo ein Schloss oder ein Schlüssel oder sowas. Ich glaube, hier unten ist so eine alte Frau. Ja, der kriegt es meistens hin, der Google-Übersetzer. Oh ja, und die Tür ist hier auch zu. Hier kann ich nicht... Ah, Moment mal, da ist was. Das sieht doch wieder nach diesem Ring aus. Jawohl. Haha. Und auch der... Der funktioniert. Das ist ein Allround-Instrument. Den nimmt man immer wieder mit. Oh, und da hinten steht die olle Frau da. Wir kommen aber zu der erst hier seitlich. Ich habe hier gerade ein mulmiges Gefühl. Ich würde gerne speichern. Ich weiß nicht, was die jetzt alles vorhat. Feuerzeug, jawohl. Ist dort jemand? Antwortet. Wer ist dort? Ja, das ist okay. Wundere dich nicht. Charlie Bro. Seit so langer Zeit hat niemand mit mir gesprochen, dass ich dachte, deine Stimme sei eine Halluzination. Ich bin es so leid, immer nur meine eigene zu hören. Wer sind Sie? Ich bin die Unerwünschte, die Verratene, die zu Ungerecht verbannt war. Ich bin Dorn. Was tun Sie hier? Und du, was tust du hier? Ich heiße Jonathan Harker. Graf Dracula hat meine Frau entführt und... Ah, Dracula, der Verräter! Er ist schuld daran, dass ich hier wie eine Aussätzige lebe. Er und meine drei Blutschwestern. Du hast heute mein Gefängnis geöffnet. Doch ich bin trotzdem noch nicht frei. Ich kann nicht mehr ins Schloss zurück. Hilf mir. Erlöse mich von dem Fluch. Dann helfe ich dir auch. Ja, das ist eine komische Grandma. Aber die schlägt uns einen Deal vor, also werden wir sie mal fragen, was sie will. Denn sie scheint uns hilfreich zu sein. Meine Frau wird im Schloss gefangen gehalten, aber ich weiß nicht, wo sie sich genau befindet. Können Sie mir helfen, sie zu finden? Deine Frau? Sie befindet sich sicher tief im Innern des Schlosses, in einem der Verliese, die von den drei Dämonen der Krypta bewacht werden. Aber wie soll ich mit diesen Dämonen fertig werden und Mina befreien? Das wird nicht einfach sein. Diese Welt hier ist ganz anders als die deine. Das Schloss hat seine eigenen Gesetze. Wer sie nicht kennt, ist dem Tode geweiht. Sag mal, ist dir das eigentlich bewusst? Ich habe keine Angst. Ruhe! Glaub mir, darum geht es nicht. Du hast nicht die leiseste Ahnung von dem, was dich erwartet. Ja, ich kann dir helfen. Doch du musst alles tun, was ich dir sage. Nichts anderes, sonst wirst du nicht lange überleben. Und deine Frau ist für immer verloren. Reden Sie schnell! Ja, also hör aufmerksam zu. Ja, Frau ist... Es gibt einen Gegenstand, ein wichtiges Teil, das wir brauchen, um deine Frau wiederzufinden.
Es handelt sich um das Amulett, das in der Krypta unter dem Schloss aufbewahrt wird. Doch um die unsichtbaren Passagen dorthin aufzuschließen, musst du zuerst einen Schlüssel finden. Nämlich die Medaille des Drachenordens, die Draculas Vater gehörte. Ein Amulett? Eine Medaille? Aber was haben die mit meiner Frau zu tun? Diskutier nicht! Soviel ich weiß, kann man nur mit Hilfe der Medaille des Drachenordens zur Krypta gelangen, in der sich deine Frau befindet. Such diese Medaille und bring sie mir. Nur ich verstehe, damit umzugehen. Ah ja, okay. Also wir müssen jetzt hier nach einer Medaille suchen und dann zurück zu dieser Frau kehren. Denn sie kann uns da irgendwie raushelfen, also beziehungsweise, ja, raushelfen in dem Sinn, dass wir zu Mina kommen. Schauen wir mal. Jetzt geht's mal nach oben. No, isn't a trap, because he has to find one item, like a amulet or like this, and this old woman will help him to find his wife. Okay, dann geht's hier weiter. Sehen. Also da kommen wir noch nicht durch. Was haben wir denn alles? Feuerzeug und dieses Amulett, aber das meint sie nicht. Lang. Da kommen wir nicht weiter. Schauen wir mal, ob da noch irgendwo was ist. Moment. Ne, da sind wir ja hergekommen. Und von hier können wir doch, wir können hier lang. Moment. Okay, Tom, gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen. Hab morgen freien Tag. Da werde ich schon am Abend oder am Nachmittag schon streamen. Ich hoffe, du bist dabei. Bis dahin. Ah ja, schaut mal einer an. Da ist so eine Luke, die kann man hier auch öffnen. Aber vielleicht kann man auch hier irgendwie rein. Okay, erstmal raus hier. Hier komme ich erstmal nicht weiter. Und schauen wir mal, ob hier... Vielleicht liegt hier irgendwo was. Okay, Tom, gute Nacht, bis dahin. Ciao. Und danke für deine Tipps, gell? Die sind nicht Gold wert. Ja, Themen, du hattest recht, der kennt sich echt gut aus. Also Tomb Raider, da hat er mir schon öfters aus der Patsche geholfen. Tom ist darin sehr gut. So. Charlie. Ich glaube, der Google-Übersetzer hat jetzt gerade hier ein bisschen versagt. I think the Google Translator hasn't done the right translation. I think you wanna say something else, but not this here.
I'm not sure. Okay, oh. Da ist die ja schon wieder da. Die steht jetzt hinter mir. Ach so, die hilft mir auf dem Weg. Schau mal an. Das ist sowas wie eine Zauberin, eine Magierin. So, die Tür ist offen, doch ich kann dich nicht begleiten, damit das Betreten des Schlosses noch verboten ist. Mhm. Sieh mal einer an. Ah ja. Max, bist du das? Oder wie verstehe ich das jetzt? Okay, I understand what you wanna say. I'm Charlie, bro, but I think the Google Translator hasn't, work it right for you. Okay, jetzt alles klar. Hi, Learize. Okay, ja wunderbar. Dann sei doch mal herzlich willkommen hier im Stream und sag unser Max viele liebe Grüße. Freut mich, dass er dir das empfohlen hat. Das ist ein netter Kollege von mir. Jo, ich hoffe, du magst Dracula und du magst auch Tomb Raider. Das sind, sag ich mal, so mehr oder weniger im Moment die aktuellen Streams. Tomb Raider sowieso. Aber inzwischen haben wir uns jetzt kurz mit, hey, Max, hi, er hört zu. Ja, das ist schon mal gut. Mit, Dracula jetzt hier, wir versuchen uns ein bisschen durchzukämpfen. Hey Max, schöne Grüße. Danke, dass du eingeschaltet hast und für die Empfehlung. So, wie du siehst, wir sind jetzt hier bei Dracula und irgendwie müssen wir dieses Schloss hier erreichen, irgendwie ins Schloss reinkommen, denn dieser Jonathan hier sucht seine Verlobte, die ihm Dracula genommen hat. Okay, wie wir jetzt den Schlüssel hier. Dracula the Vampire King. Ja, yeah, he is. Schau mal hier lang. Oh. There's an open door. Und noch eine. Ach, heje, ich kann mich erinnern an diesen Raum. Schon Jahre her, wo ich dieses Spiel gespielt habe zum letzten Mal. Richtig, da ist hier was an der Wand. Aber das können wir hier im Moment noch nicht sehen. Okay. Das ist hier irgendwie so eine Art Rätsel, dieser Raum. Da vorne ist ein Spiegel. Moment, und hier ist das Bett. Jetzt pass mal auf. Ich glaube, man kann hier unten was rausziehen, wenn ich mich nicht täusche. Oder? War das nicht hier? Nee, da ist noch hier. Ah ja. Eine Truhe. Und die sollte doch eigentlich auch aufgehen, oder? Würde ich jetzt mal so vermuten. Aber tut sie gerade nicht. Okay, jetzt schauen wir mal hier lang. Ah ja. Ach, meine Güte. Das sieht hier nach einem Rätsel aus und Gott weiß, wie das hier geht. Wobei ich glaube, es sieht aus wie ein Spiegel oder sowas, das hier mittig fehlt. Ich habe jetzt keine Musik parat, Charlie, die ich jetzt spielen kann. Vielleicht beim nächsten Mal. Und da ich ja meine Streams auf YouTube hochlade, bin ich ein bisschen vorsichtig mit der Musik, denn Twitch mutet das Ganze, wenn das irgendwie in ihrer Blocklist drin ist. Und das wäre schade, weil dann wäre das ganze Video ohne Sound. Somit
bin ich, was da Musik angeht, auf Twitch, durch Spotify oder was auch immer, nicht ganz so offen dafür. Sternzeichen sind es, richtig, hätte ich jetzt auch vermutet. Aber ich glaube das, oder? Ja, das sind Sternzeichen. Widder, Stier, Zwilling, was sind das hier? Krebs, Löwe, Jungfrau. Was sind das? Jungfrau, was ist denn das? Yeah, sorry, Charlie, bro. I wanna tell you. I don't think I want to use music for my stream, cause I'm uploading all my streams on YouTube, and if some kind of streams Twitch. Muted this about the, you know, for different reasons. So if I do music in my stream, maybe Twitch will mute this video, and I'm uploading all my streams on my own channel on YouTube, this Panos Mook, like the same name here. And if they muted my stream, so I can't use it, it can work with this. So this is the reason. So I don't think I wanna use any music in my streams for now. I don't know for future, but for now, for the next time, I don't wanna do this. Okay. Ja, das sind schon Sternzeichen, das ist richtig. Yes, first YouTube and the same and also Twitch. Twitch muted videos if they contain different kinds of music for gamer or something else. So it's just the same YouTube does. So if I'm using any kind of music and Twitch mute my videos, I can use it on YouTube. Yeah, Twitch blocks too, but only the sound, not the video. But if the sound are out, so what can I do with my videos? I can't use it again. 1 und 4 werden Wassermann und Stier im Monat. Was? Ach, hey, jetzt sprichst du auch jetzt. Na, wie geil, pass mal auf. Okay. Jetzt lass uns nochmal hier hingehen. Also, das ist... 1 und 4 wäre Wassermann und Stier in Monaten. Stier 5. Und 1 und 4 wäre Wassermann und Stier in Monaten. Also 1 und 4. Das ist 1 und dann... Ach so, du meinst die Würfel, die in der Schublade lagen, oder? 1, das ist hier. Das ist der Widder. 2, 3, 4, 5. Und das ist der Löwe. Moment. Wir haben die Würfel 4 und 1. Aha. Ich bin gerade völlig überfordert. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen sollte. 1 und 4 wäre Wassermann und Stier in Monaten. Also kommt ja die 5 dabei raus. Warte mal, da hinten ist nochmal eine Tür. Ach so, nee, das ist die gleiche Tür, wo wir raus sind, oder? Oder täuscht mich jetzt? Oh, schau mal einer an. Vielleicht ist hier irgendein hilfreiches Buch oder sowas.
oder auch nicht. Oh, thanks for this, Charlie, bro. Yes, I know Gamma. I know him. Tell him greetings and thanks for this. I appreciate it very much. Thank you. Thanks. Thank you very much for this. I'm very glad to hear this. Nee, ich hab morgen frei. Und Max? Oh ja, schau mal einer an. Da sind wir jetzt hier in dem Raum unten. Ich glaube, da müssen wir mal speichern. Moment. Wo sind wir denn hier? 1:09 hier. Zack, okay. Yeah, I think so. Thank you, Charlie. Ah ja, da ist eine Uhr. Aha, und da können wir... Moment mal, wir haben doch diesen Schlüssel hier, oder? Nee, der geht hier nicht. Der geht hier nicht. Okay, das wird es nicht sein. Und da haben wir so eine Weltkugel. Moment mal. Okay, Charlie, thanks for stopping by. Yeah, I think I will stream tomorrow. Maybe earlier, like today. But, I am up 11 p.m. starting my stream. So I hope I see you for next time. If not, I've been in holidays until Monday for 2 weeks. So if I don't see you the next few days, so after 2 weeks, I hope you will be there. Have a good night and stay tuned. Bye. Thanks for stopping by and thanks for follow and for watching my stream. Okay, also irgendwas müssen wir hier noch lösen, was wir hier noch nicht wissen. Gott, das ist... Man hat es vielleicht schon durchgespielt, ist zwar ein paar Jahre her, aber irgendwie... Okay, thanks for this. See ya, have a good night. Okay, und hier... Ne, ich hab's gekauft. Das gibt's auf GOG. Oder auf GOG habe ich gekauft. Oder auf Steam. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber ich hatte das mal auf der PlayStation 2 gespielt. Schon ein paar Jahre her. Und das sind die ganz alten Folgen aus 99. Moment mal, vielleicht? Nee. Aha. Ach so. Und den kann ich jetzt, muss ich irgendwie bewegen, oder wie? Genau, das sind die ganz alten Folgen, also die ersten Folgen aus 99. Und es gibt noch ein paar neuere Folgen, Dracula 4 und 5, die habe ich auch schon gespielt. Also 4, 5 nicht ganz. Aber da fehlt einfach so ein bisschen dieses, ja, dieses Rustikale, was hier ist. Ich finde die nicht schlecht, aber irgendwie mag ich das und... Ich habe mir auch vorgenommen, auf meinem Kanal eher ältere Sachen zu spielen, wobei ich auch Resident Evil letztens immer wieder zocke.
Und zwar das Remastered, das neuere. Aber ich finde es schade, wenn man die einfach so vergessen würde. Und zwischendurch eben sehr viel Tomb Raider und auch Level Editors Tomb Raider. Aber du kannst ja auf GOG kaufen für ein paar Euros. Die sind nicht teuer, die Spiele. Die kosten recht wenig. Okay, ich sehe irgendwas. Mache ich jetzt noch falsch? Ich weiß da jetzt nicht was. Okay. Aber irgendwas fehlt mir hier. Irgendwas läuft hier nicht so, wie es laufen soll. Moment mal. Ich glaube, man kann die Leiter irgendwie oder hier. Ah ja, schau mal einer an. Falls Sie diesen Brief lesen sollten, sind Sie weitergekommen, als ich geglaubt hätte. Doch das ändert nichts an dem Los, das Sie erwartet. Sobald es Nacht wird, werden meines Trügen Sie mitleidlos vernichten. Ihr Schicksal ist besiegelt. Mina ist hier im Schloss. Doch machen Sie sich nichts vor, Sie werden sie nie wiedersehen. Welch grausames Gefühl der Ohnmacht. Sie ist so nah und Sie können nichts tun. Welche Heldentaten haben Sie vollbracht? Und nun scheitern Sie so kurz vor dem Ziel. Sie wissen nun, was es bedeutet, sich mit mir anzulegen. Ich muss Sie leider verlassen. Eine wichtige Angelegenheit wartet in London auf mich. Ich fürchte, wir werden uns nicht wiedersehen. Nehmen Sie die letzten Augenblicke Ihres Lebens wahr. Es sind sicher die kostbarsten Ihrer kurzen Existenz. Graf Dracula. Ach, was für ein netter Brief. Nicht schlecht. Mhm. Wie, der Typ Blinzeln wird überbewertet. Welchen Typ meinst du? Den Jonathan hier, der sich mit Dracula anlegt, oder? Okay, ich habe jetzt einen Brief, aber ich glaube, dass man diese Leiter hier irgendwie schieben kann, wenn ich mich nicht täusche. Dann schauen wir mal. Schau mal, hier ist doch was. Da ist doch was an der Wand. Das sieht aus wie eine Linie, an der man die Leiter ziehen kann. Gehen wir nochmal nach vorne. Ach hier, da ist ein Rad. Ah ja. Aha, und da hinten kann man was rausnehmen. Okay, das sieht aus wie so ein Lichtleiter. Das läuft auch nicht. Wo führt denn überhaupt diese Tür hin? Ach, hey. Wo sind wir denn hier jetzt? Nee, hier sind wir wieder zurück. Ach so, und da sind wir jetzt wieder im Schloss. Da, wo wir vorhin rein sind. Okay, hier können wir nicht rüber. Hier auch. Die Leiter noch weiter. Aber die lässt sich doch gar nicht mehr. Doch, hier hinten. Stimmt. Aber die lässt sich hier nicht mehr bewegen. Hallo, Kongo Bongo. Grüß dich und willkommen hier bei Dracula The Resurrection. Also die Leiter kann ich jetzt hier nicht weiter bewegen.
Dann hier, das sieht aus wie so ein Lichtleiter. Merken wir uns die 25. Du scheinst dich gut auszukennen, schätze ich mal, oder? Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Und hier haben wir noch diese Weltkugel. Merken wir uns die 25. Was haben wir denn alles noch im Inventar? Okay, das hier. Gehen wir weiter hier. Hier vorne. Vielleicht liegt hier noch irgendwas drin in diesen... in dieser Bibliothek oder so. Müsste doch noch was sein. Das ist dieser Graf Dracula, schätze ich mal. Ja. Ich werde jetzt hier gerade nicht schlau draus. Irgendwas sagt mir, ich sollte wieder zurückgehen. Und hier komme ich wieder runter ins Schloss. Na gut, wie dem auch immer sei. Leute, für heute ist erstmal Schluss. Ich hoffe, wir sehen uns morgen im Laufe des Tages wieder, denn da werde ich dieses Spiel weiter zocken. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, du bist morgen wieder dabei, Lias. Denn du scheinst dich gut auszukennen. Und das ist sehr, sehr gut. Denn es ist recht lange her, wo ich das gespielt habe. Und ja, ich kann mich nicht wirklich so an die Details erinnern. Jo. Das war mal... Es tut mir leid, dass ich das jetzt so abbrechen muss. Jo, ich hoffe, du bist morgen dabei. Sorry for this, aber ich muss auch um 9 habe ich auch einen Termin in der Früh. Ich muss zwar nicht arbeiten, aber dafür habe ich einen Arzttermin. Und ich denke, wenn ich jetzt nicht mich irgendwann mal hinlege, hoffe ich nicht, den zu verpassen. Weil das wäre nicht so gut. Elite Sniper, ja, kenne ich. Okay, das tut mir leid, Kongo. Ich hatte vom Gamer Bescheid gekriegt, dass es ihm nicht so gut geht. Und es tut mir leid für euch und wir wünschen ihm auf seinen weiteren Weg, dass es ihm nur besser geht wie hier. Schwierig, die richtigen Worte zu finden in solch einer Situation. Auf jeden Fall, ja, wünschen wir ihm da, wo er jetzt ist, dass es ihm nur besser geht. Dein bester Freund war das ja. Lia Eis, gute Nacht und auch gute Nacht an Max. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns. Ja, wie gesagt, ich hatte mit Sniper und mit Gamer noch vor ein paar Tagen haben sie meinen Stream geschaut und einfach so gequatscht wie jetzt. Und
Man hat ihn ja auch, sag ich mal, jetzt auch nur durch den Stream gekannt. Aber man hat trotzdem eine Verbindung aufgebaut. Und das nimmt dann einen natürlich auch mit. Das ist klar. Und wie gesagt, wo er auch immer sein mag jetzt, es soll ihm nur besser gehen wie hier. Das ist wirklich alles, was wir ihm wünschen können. Und ich bin mir sicher, das wird es auch. Ja, aber wie man so oft sieht, man hat nicht alles in der Hand in diesem Leben. Und manchmal muss man noch loslassen, auch wenn es schwierig ist. Ich weiß, er war, glaube ich, 14, 15, ja. 14, ja. Ist natürlich kein Alter. Aber keiner von uns weiß, wie weit er kommen wird im Leben. Und so ist es nun mal. Wir können das nicht ändern. Wie gesagt, wir werden ihn nicht vergessen. Und wir geben ihm nur das Beste mit. Dass es ihm nur besser gehen mag wie hier. So, mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt für heute Nacht. Ich danke allen fürs Zuschauen. Jo, und wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Habt eine gute Nacht und danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.